Ausschreitungen bei einer pro-palästinensischen Demo am Wochenende in Berlin. Die letzten Tage waren gekennzeichnet von antisemitischen Parolen, Angriffen auf Synagogen und jüdische Einrichtungen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble fordert jetzt harte Strafen gegen Antisemitismus. Die Bilder sind unerträglich. Für Antisemitismus, Hass und Gewalt gibt es keine Begründung, so Schäuble. Zuvor hatte Bundespräsident Steinmeier beim Ökumenischen Kirchentag den zum Teil offen zur Schau gestellten Antisemitismus verurteilt. Nichts rechtfertigt die Bedrohung von Juden in Deutschland oder Angriffe auf Synagogen in unseren Städten. Lasst uns diesem Hass gemeinsam entgegentreten. Die Sicherheitsbehörden würden bei Übergriffen entschieden handeln, kündigt Innenminister Seehofer an. Wer antisemitischen Hass verbreitet, wird die volle Härte des Rechtsstaats zu spüren bekommen, unterstreicht der Minister. Und bekommt Rückendeckung aus der CDU. Wir dürfen diesem Hass keinen Raum geben und müssen ganz konsequent die strafrechtlichen Mittel einsetzen. Denn antisemitische Hetze ist strafbar, das ist gut so. Und darum muss auch konsequent verfolgt werden. Auch der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland verurteilt die jüngste Gewalt gegen Synagogen in Deutschland. Wer unter dem Vorwand von Kritik an Israel Synagogen und Juden angreift, hat jedes Recht auf Solidarität verwirkt, so Ayman Masjek. Es gab auch pro-israelische Demonstrationen am Wochenende. Antisemitismus sei weiter ein Problem in Deutschland, heißt es dort. Leider haben wir hier in Deutschland weiterhin ein sehr großes Antisemitismusproblem von allen Seiten, von allen Richtungen der Gesellschaft. Die Gewalt in Nahost hat auch die Stimmung in Deutschland verschlechtert.